Gerade das Tesla Model 3 Standard Range und Long Range getestet, den Highland, und herausgestellt, wow, das Ding ist wirklich unverschämt gut. Konkurrenzlos ist es aber nicht. Und so ist einer der Konkurrenten, finde ich, der beste Alltagskonkurrent, der neue Smart Hashtag 3. 3 bedeutet komplett neue Gestaltung, neues Heck, mehr Kofferraum, einfach tatsächlich ein besseres Auto. Und in diesem Video will ich euch helfen oder einfach nur euer Interesse stillen, welches Auto in welchem Bereich besser ist im Alltag. Der Smart Hashtag 3 oder das neue Tesla Model 3 Highland, also sozusagen das Facelift davon. In verschiedenen Kategorien. Wir haben Technik, wir haben Komfort, Fahrleistungen, Autobahn, Assistenzsysteme, alles machen wir hier auf den Straßen Mallorcas und beginnen direkt. Den Smart, der verkauft sich wie warme Semmeln, letzten Endes wie Tesla, nicht natürlich mit diesen Absatzzahlen wie Tesla, aber verkauft sich unglaublich gut das Auto und nicht zuletzt wegen des krassen Sonderleasings, das es momentan für die Pro-Variante gibt, eine etwas abgespecktere Variante für Pragmatiker. Dieses Video soll auch nicht für Außendienstler sein oder die, die immer nur zu Hause sitzen, nicht für Millionäre, aber auch nicht für die arme Kirchenmaus, sondern das perfekte Elektroauto für den Alltag finden. Und so steht der hier schon ziemlich geil da, ist nur die Frage, wie schlägt er sich gegen das Tesla Model 3, denn preislich sind sie sehr nah beieinander. Wenn ihr dieses Sonderangebot für den Hashtag One sucht, für den Hashtag 3 wird es dieses auch geben, gibt es das zum Beispiel auf Evium zu finden für 249 Euro oder ein anderes Auto, wenn ihr wollt. Wir haben diverse Fahrzeuge in Sonderleasings aufgereiht und bald möchte zum Beispiel Genesis exklusiv auf Evium einen GV60 für einen Monat verlosen mit Ladekarte und vor die Haustürlieferung. Also es lohnt sich auch abseits der Videos immer wieder auf Evium vorbeizuschauen. Über 8000 Elektroautos haben wir online. Und wenn ihr nach diesem Video sagt, wow, ich habe mich in den Smart Hashtag 3 verliebt oder entscheide mich doch für den Tesla, habe aber schon ein Elektroauto, bieten wir auf Evium zum Beispiel mit einem Partner auch den Ankauf eures jetzigen Elektroautos an. Gut, legen wir los. Da schaut ihr vorbei. Abonniert bitte den Kanal, das freut mich sehr. Und benachrichtigt oder drückt die Benachrichtigungsglocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und dann legen wir los mit dem Video, wo das Auto zu meinem Armband passt. Also den Model 3 oder das Model 3 habe ich noch in den Knochen, gerade sehr ausführlich gefahren. Daneben stehen haben wir ihn nicht, aber ihr habt das Video gesehen vom Standard Range. Guckt es euch an, ist ein langes Video, sehr ausführlicher, sehr ehrlicher Test. So wurde es auch von euch in den Kommentaren bewertet. Optisch brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Das ist natürlich immer eine sehr geschmacksbedingte Beurteilung. Ich möchte nur kurz meinen Senf dazugeben. Also das Tesla Model 3 Highland hat ein sehr schönes Facelift erfahren. Das ist eine sehr elegante Limousine. Der Frosch Augeneffekt ist weg bei dem Auto. Super filigran, sehr, sehr schönes Auto. Hat mir sehr in meiner Auffahrt gefallen. Allerdings ist das eher so auf Pragmatik sehr clean. Anders ist es natürlich beim Smart. Und das merkt man natürlich bei so einer Fahrpräsentation, wenn die Designer erzählen. Ich höre mir so Design-Workshops nie an, weil wen interessiert, was der Designer dabei gedacht hat. Euch interessiert es nicht. Ihr guckt das Auto an und entweder es gefällt euch oder nicht. Da kann der Designer noch so viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber du merkst halt bei so einer Marke schon, wo sie jetzt das sich neu erfunden haben mit dem Smart Hashtag One, jetzt kommt der Dreier, dass die Designer das leben. Das gibt es halt bei Tesla, gibt es ja auch keine klassischen Fahrpräsentationen, wo dann ein Designer kommt. Was will er denn erklären? Die Optik ist sehr clean, auf Pragmatik, auf Effizienz bedacht. Hier hast du halt immer irgendwas so, ne? Das ist jetzt der Brabus, den gibt es auch als Premium, den ich sogar fast ein bisschen besser finde optisch, ehrlich gesagt, mit diesen Monoblock-Felgen. Und zum Innenraum kommen wir noch, dann haben wir diesen 3D-Grill, ja, dass das innen so rot gemacht ist, damit es dreidimensional wirkt, die Akzentuierungen ganz speziell, wenn du einen weißen hast mit dieser roten Lippe unten, dann natürlich hier, ne, diesen Akzent, der aussieht wie ein Lufteinlass, aber keiner ist, also der ist fake, aber dann die durchgehende Lichtleiste, die schönen Matrix-LEDs, ne, die Felgen, bin ich jetzt kein so Riesenfan von. Ich hätte sie gern sportlicher, also nicht so, dass sie so auseinandergehen, aber egal. Das sind jetzt so Kleinigkeiten. Und dann natürlich die ganze Dachlinie hinten. Die Gestaltung sieht eigentlich aus wie ein Mini-EQS-SUV. Deswegen gefällt er mir eigentlich aber auch ziemlich gut. Und dann so Details, wie dass du den Knopf für den Kofferraum hier im A versteckt hast. Die machen sich Gedanken, die leben das. Das ist so ein bisschen wie Zartbitterschokolade oder Zartbitterschokolade. Der Tesla ist so die Zartbitterschokolade qualitativ sehr gut für 2,50 Euro. Dann gibt es aber noch die Zartbitterschokolade vielleicht für 50 Cent mehr, wo Chiliflocken reingestreut sind, handgerührt. Und dann zeigen sie dir, wie die das machen und noch leicht Himalaya-Salz unten dran. Das ist halt so der Unterschied. Und viele mögen
mögen diesen Schnörkel nicht und die nehmen dann halt einfach die Zartbitterschokolade. Leben und leben lassen. Hier ist aber einfach ein bisschen mehr Love, mehr Lifestyle, ein bisschen mehr so Emotionalität. Das muss man schon in der Optik sagen. Und er sieht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in der Optik einfach viel besser aus als der Smart Hashtag One, weil er einfach dynamischer wirkt, mit verbessertem CW-Wert, mit dem Heck, das hier so runterkommt, gefällt mir wirklich wesentlich, wesentlich besser. Geht meiner Frau aber tatsächlich auch so. Ich vermute, dass der Smart Hashtag 3 den Hashtag One stark kannibalisieren wird, weil er kann eigentlich alles besser, kann man fast schon so sagen. Nicht zuletzt der Kofferraum, hier vergleichen wir auch mal mit dem Tesla Model 3 natürlich. Das hier ist ja ein 4,40 Meter langes Auto. Das Tesla Model 3 Highland ist ja 4,72 Meter. Also das ist schon mal ein großer Unterschied in der Größe. Zum Smart Hashtag One ist dieser hier aber auch 13 cm länger. In der Karosserie hat einen längeren Radstand, längere Überhänge. Und das soll sich dann auch auf die Fahrdynamik auswirken. Das gucken wir uns noch an. 370 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier. Das merkt man auch direkt, dass es größer ist. Du hast hier noch den Koffer von Francesco. Hast hier noch die Gimbaltasche. Also hier ist wirklich merklich mehr Platz und du kannst dann hier auch noch was reintun. Da ist nochmal ordentlich Platz drunter. Kannst die Plattform vielleicht sogar raustun und dann hast du einfach mehr Tiefe, mehr zum Transportieren. Meine Frau zum Beispiel findet den Kofferraum vom Hashtag One für ihre Zwecke ein bisschen zu klein, weil sie durch die Kindersitze nicht nach vorne klappen kann. Also ist sie auf den Kofferraum beschränkt und sie fährt ja viel von Plastikmüll weg. Wir trennen ja Müll bei uns in München und die holen den nicht ab, sondern den musst du selber wegfahren. Und deswegen hat sie halt oft hier so Krempel drin. Was man aber sagen muss, wo der Tesla so ein bisschen vorne ist, ist sowas. Na, du hast hier schon Hartplastik, hast hier auch nochmal Hartplastik und hier seitlich. Das ist alles Filz beim Tesla, aber dafür schwieriger zugänglich. Dafür aber auch 594 Liter beim Tesla. Also das Kofferraumkapitel gewinnt der Tesla. Aber wir reden ja hier, wie gesagt, über den Alltag. Brauchst du dann wirklich 594? Ich weiß nicht. Ich rede jetzt mal aus der Perspektive von Leuten wie meiner Frau, die mit dem Auto weder verreisen noch auf die Autobahn gehen. Einfach so den Alltag damit bewältigen. So, sagt mir, was findet ihr schöner in den Kommentaren? Tesla Model 3 Highland oder den Smart Hashtag 3? Aber ehrlich bitte, jeweils ohne Marken-Fanboy-Brille. Hier hast du natürlich auch noch den Aspekt des Service. Viele sind immer noch unzufrieden mit Tesla. Einmal mit der Auslieferung hast du ja hier bei der Auslieferung auch mit Tuch. Da ziehen sie dir das ab. Da wird es ein bisschen noch mehr zelebriert und Tesla ist halt ein bisschen schon noch so pragmatische Abfertigung von dieser Unmenge an Kunden, die es da halt so gibt. Ja, okay, dann gucken wir ihn jetzt von innen an, aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch eine Sache zeigen, mit der der Smart genauso glänzt, wie natürlich auch der Tesla. Der Tesla sowieso, der Smart nicht ganz so, aber immerhin im Vergleich zu den MEB-Fahrzeugen, falls ihr mal einen ID.3 ins Auge fassen solltet, haben wir hier im Gegensatz zur MEB-Plattform aber trotzdem nochmal einen Frunk, wo natürlich nicht ansatzweise so viel reinpasst wie beim Tesla, aber immerhin das Typ-2-Kabel, schön dick, 32 Ampere. Warum? Das erzähle ich euch noch an der Ladesäule, denn der Smart kann etwas, das der Tesla nicht kann. Und das ist natürlich im Alltag auch wieder ein Vorteil. Kleinerer Frunk, aber ihr könnt hier das Ladekabel platzieren und müsst dann nicht das versiffte Ladekabel im Winter irgendwo im Fahrgastraum unterbringen. Und das ist schon, finde ich, ein Vorteil. So, jetzt innen, auch der Vergleich natürlich wieder mit dem Tesla kommt mit. Den Innenraum hat Smart überarbeitet zum Hashtag One, so wie aber auch Tesla den Innenraum merklich überarbeitet hat zum bisherigen Tesla Model 3. Und wenn wir beides vergleichen, fallen zwei Dinge auf. Pro und Contra, was war das denn? Die Leute denken, ich furze hier rum. Das war meine Käppi auch so sehen. Und zwar, Vorteil beim Smart, das Design ist viel emotionaler in meiner Interpretation. Wir haben beim Tesla halt nur ein zentrales Display. Alles sehr schön gemacht, keine Frage, aber sehr steril. Hier haben wir diese Düsen mit dieser Wölbung, das finde ich einfach immer sehr, sehr schön. Ja, dann natürlich auch ein großes zentrales Display. Hier hat man jetzt die Aufbewahrung für das Handy komplett überarbeitet. Du steckst das jetzt nicht mehr so von oben rein, sondern einfach so. Für Foldables ein Nachteil, weil hier hinten die Kante von diesem Ding, was runterklappt, sozusagen aufs Foldable drückt, aber auch nur, weil das so dick ist. Also bei einem normalen Handy, bei Francescos zum Beispiel, passt hier mühelos rein und er hat ein S23 Ultra, gell? Genau. Also schon ein breites, großes Handy. Sehr gut zugängliche USB-Steckplätze hier. Einmal, ne, Laden und Daten.
sehr gut auf jeden Fall für diese Art von Nutzung. Und wenn man es zumacht, sieht das einfach auch schön aus. Ich persönlich sage euch eins. Meine Frau wollte ja unbedingt den Brabus, weil sie liebt, wenn das Lenkrad in Alcantara ist. Aber auch die Sitze. Schaut euch mal die Sitze an. Ich steige mal kurz aus. Na, die müssen wir euch mal zeigen. Im Tesla Model 3 sind die Sitze sehr, sehr schön. Die wirken fast schon wie... Ja, vergesse ich nicht. Fast schon wie Nappa-Leder und sind sehr gemütlich auch auf die Langstrecke. Hier haben wir dieses Alcantara, was viele von euch begrüßen werden. Jetzt sogar neu mit solchen Nieten drin, wo auch das Smart-Logo drauf ist. Wir haben eine neue Gestaltung des Kopfteils. Sieht sehr gut aus. Und dadurch, dass das hier vorne ist, kannst du noch mal, also geht dein Kopf nicht so weit hinter beim Fahren, sondern du hast deinen Kopf relativ gerade. Ist sehr schön, auch mit diesem Stitching, mit dem Rot, ja, mit dieser roten Kontrastnaht. Das hat alles mit mehr Liebe zum Detail. Auch der Anschnallgurt im Gegensatz zu Tesla, wo du halt einfach eine sehr, ja, Tristesse will ich nicht nutzen, weil das hat er nicht verdient, aber es ist schon relativ bieder im Innenraum. Da wird nicht mit Farben oder Materialien gespielt, sondern alles ist eins. Ja, und du siehst auch hier Rot durchschimmern durch diese Perforation. Was ich aber sagen muss, was ich zu meiner Frau gesagt habe, was der Smart irgendwie besser kann beim Premium, ist schöner aussehen. Also mir gefällt irgendwie der Smart als Premium von innen besser. Ich zeige euch hier mal die Einblende. Dieses Chocolate Interior finde ich sensationell schön. Ja, da hast du halt überall, wo du hier schwarz hast, so schokoladefarbenes Leder. Auch die Sitze, die fühlen sich auch an wie Nappa-Leder mit Perforation. Hast Sitzlüftung, Sitzheizung. Hast jetzt aber auch bei Tesla Sitzlüftung. Also das ist jetzt, da sind sie gleich auf. Ich finde den Premium einfach schöner. Meine Frau hat aber gesagt, sie findet das schöner, weil das halt im Winter nicht so kalt und im Sommer nicht so heiß ist. Hat sie auch recht. Viele sehen das wahrscheinlich genauso. Und das Lenkrad auch noch mal in Alcantara. Ich persönlich, wie gesagt, finde einfach den Premium von innen irgendwie schöner. Und halt hier die Mittelkonsole. Hier kannst du halt hier Toröffner, hat hier zum Beispiel meine Frau drin. Das wurde nicht geändert. Die zwei Getränkehalter natürlich nicht zu vergessen. Die gekühlte Mittelarmlehne, wo du Getränke kühlen kannst. Das ist eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde. Und dann natürlich Head-Up-Display, normales Display, großes Display. Hier hast du ein Brillenfach, leider kein Velour oben. Das fehlt schon bei dem Auto, wie ich finde. Es ist aber einfach mehr Liebe zum Detail. Beats Lautsprechersystem. Der Tesla hat auch ein Premium-Hi-Fi-System. Allerdings muss ich jetzt auch mal einen Nachteil zum Smart nennen. Der Tesla ist in der Preisklasse das einzige Auto, wo du nirgendwo Hartplastik findest. Was man hier natürlich nicht behaupten kann. Weil das hier ist noch weich, die Ellbogenablage. Finde ich auch gut, bis hierher. Hier aber schon im Griffbereich Hartplastik, hier unten Hartplastik. Das mag vielleicht noch so schleichen, aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas Klappriges, wie ich meine Spritze hier drin hast, ne, hier ist bei Tesla komplett mit Filz ausgekleidet, hier, wenn du bremst. Also egal, was da drin ist, ist Katastrophe. Dadurch, dass es halt nicht mit Filz ausgekleidet ist. Und hier unten selbiges, ne, hier hast du auch genau, unten genau dasselbe Geklapper. Schöne Aufbewahrungsmöglichkeit auf jeden Fall, aber halt Geklapper, leider. Und da ist er dem Tesla schon etwas hinterher. Da ist die Materialauswahl besser. Hier ist die ganze Umsetzung besser. Das Ambiente-Licht. Du hast sogar die Lüftungsdüsen mit Ambiente. Sieht man hier ganz leicht grün jetzt. Hier geht komplett rum. Ja, es ist einfach schon wesentlich schöner. Und ein großes Panorama-Glasdach haben wir auch, das bis ganz nach hinten geht. Hast du aber tatsächlich bei Tesla auch. Das ist zum Innenraum zu sagen. Wir haben eine Lenkradheizung, wir haben eine Sitzheizung, wir haben eine Sitzlüftung. Das ist alles, was du bei Tesla auch hast und was du bei Tesla nicht hast. Und auch wenn ich mich dran gewöhnen konnte, ist aber trotzdem immer besser physische Hebel. Ne? Bei Tesla blinkst du jetzt auch mit dem Lenkrad. Scheibenwischer bedienst du auch mit dem Lenkrad. Gefällt mir hier viel besser, dass du hier einfach das so bedienen kannst. In jeder Situation einfach viel, viel praktischer. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, blinken links, blinken rechts, einfach drücken, zack, Scheibenwischer. Da musst du nichts, das ist einfach alles sofort da und geht teilweise in den Millisekunden, die du brauchst, in gewissen Gefahrensituationen für mich so. Ne? Platztechnisch ist es so, da hast du hier auf jeden Fall sehr viel Platz für ein 4,40 Meter Auto hinten. Das blende ich euch jetzt mal ein von meiner statischen Weltpremiere von diesem Auto. Du hast hier hinten natürlich jetzt kein Display, so wie im Tesla. Da ist der Tesla natürlich fortschrittlicher. Da können zum Beispiel die hinten Sitzenden auch YouTube oder Netflix gucken
Reifen auf diesem Display hinten allerdings sehr weit unten platziert. Das heißt, die gucken die ganze Zeit so nach unten. Also stellt sich die Frage, ob das wirklich auf die Langstrecke so gut ist, dann so nach unten zu gucken. Hast aber ein Display, das hast du hier nicht. Platz hast du hier aber trotzdem wirklich mehr als genug, denn der längere Radstand bedeutet mehr Kofferraum und auch mehr Platz hier hinten. Also du hast hier wirklich viel Platz, vor allem aber im Vergleich zum Volvo EX30, bei dem ich kaum hinter mir selber also reinpasse. Hier passe ich mühelos rein. Und du hast 3 Isofix-Punkte. Das ist auch toll. Das hat der Tesla nicht. Nämlich hier vorne, dann hinten 2. Du kannst also, so wie das meine Frau macht, 3 Kindersitze befestigen. Das Einzige, was dieses Auto leider nicht kann, im Gegensatz zum Hashtag One, ist die verschiebbare Rücksitzbank. Das ist ein bisschen schade. Diesen Tod muss man aber sterben. Und jetzt müssen wir fahren. Bevor wir überhaupt über einen Tesla oder Smart reden, schalten wir die nervigste Funktion aus, die es gibt. Und die macht man hier oben, nur damit ihr es wisst, wenn ihr eine Smart-Testfahrt macht, Einstellungen und dann bei Fahrzeugeinstellungen Fahrerüberwachungssystem. Das macht ihr aus, weil jedes Mal, wenn ihr nur aufs Navi guckt, um zu sehen, wo ihr lang müsst, sagt sie bim, bim, ne, dass du aufmerksam sein sollst. Aber tut mir leid, ich muss ja aufs Navi gucken. Also, aber immerhin haben wir ja ein Head-Up-Display. Kommen wir zu den Themen des alltäglichen Gebrauchs. Bevor wir dann über die Autobahnfähigkeiten sprechen, das ist einmal das Thema Rekuperation. Smart, wie auch Tesla, verzichtet auf Schaltpedals hinter dem Lenkrad. Ich vermisse sowas immer bei einem Elektroauto, aber das geht nicht jedem so. Viele haben damit kein Problem. Bei Tesla kannst du zum Beispiel diese Rekuperation nicht stufenweise einstellen. Hier kannst du, wenn du hier unten auf diese Taste drückst, auswählen, ob du Rekuperation stark oder Standard willst und darüber hinaus, ob du E-Pedal willst. Das heißt, er rekuperiert dann einfach stärker und bremst dich komplett ab, wenn du vom Fahrpedal gehst und musst ganz speziell im städtischen Verkehr nicht die Bremse nutzen. Das ist cool. Das macht der Tesla ja schon von Haus aus so, aber wenn du das zum Beispiel nicht brauchst auf der Landstraße, wo du dynamischer fahren willst und willst, dass er segelt, wenn du vom Gas gehst, dann kannst du das beim Tesla nicht so wirklich stufenlos einstellen und hier ja auch nicht so wirklich. Immerhin kannst du stark und Standard machen und halt E-Pedal. Was ich mir aber trotzdem wünschen würde, sind halt Schaltpedals, mit denen ich dann individuell, ganz speziell bei dynamischer Fahrt, auf solche Sachen einfach reagieren kann. So, nächstes Thema ist die Wärmepumpe. Der Smart hat natürlich, wie auch schon der Tesla, eine Wärmepumpe, bis auf die Pro-Variante. Die gibt es aber beim Smart Hashtag 3 ja noch gar nicht. Das heißt, du bist dann im Winter effizienter unterwegs. Die Wärmepumpe ist, wenn du so willst, genau das Gegenteil von der Funktionsweise eines Kühlschrankes, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Also das ist schon auf jeden Fall definitiv mit dabei. Dann kommen wir zum Thema der Akkutemperierung. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Kapitel und das beherrscht nicht jeder Hersteller einwandfrei. Irgendwann hat man mal angefangen, die Akkutemperierung manuell einzuführen, nach sehr, sehr viel Kritik in Videos. MG hat damit, glaube ich, angefangen. Warum ist das wichtig? Ganz speziell im Winter. Also hier ist es jetzt nicht wichtig. Wir haben jetzt gerade, welche Temperatur haben wir jetzt hier? 13, wo siehst du es? 19. 19, wo siehst du es denn? Da unten, neben dem Komfort. Ah ja, da unten. Mein Gott, gut, dass wir selber einen Smart Hashtag One haben. Also 19 Grad, da braucht es das nicht, weil der Sweet Spot eines Akkus für das perfekte Laden ist bei 25, 30 Grad. Das wird der hier schon nach kurzer Zeit beim Fahren haben. Wenn du aber im Winter in Deutschland unterwegs bist, dann möchtest du an deiner ersten Ladesäule eine adäquate Ladetemperatur haben. Und die erreichst du nur, wenn der Akku die entsprechende Temperatur hat. Das wirst du meistens über das Fahren nicht schaffen, wenn es zum Beispiel draußen minus 3 Grad hat, nicht mal bis zur nächsten Ladesäule. Also ist es so, dass du wählen kannst, wie du es machst. Du kannst zum Beispiel bei deinem Auto, also bei deinem Smart, eine Abfahrtszeit einstellen. Und zu dieser kannst du dann wählen, dass er auch den Akku vortemperiert. Das ist zunächst einmal für die Fahrzeugtemperatur innen irrelevant, ob der Akku warm ist oder nicht, aber du fährst schon mit einem warmen Akku los und hast so gewährleistet, dass du bis zum ersten Stopp einen warmen Akku hast. Das ist sehr gut, muss aber nicht unbedingt sein, weil wenn du zum Beispiel nicht laden willst, dann brauchst du die Energie nicht zu verschwenden, die du brauchst, um den Akku aufzuwärmen. Das macht er dann natürlich, wenn du ihn ansteckst an der Wallbox oder wo auch immer, über den Strom, den du ziehst, also dir geht nichts vom Akku weg, ist daher ein Vorteil. Oder aber, was eingeführt wird, beim Smart aber noch leider nicht eingeführt ist, ist die Funktion, dass der Wagen
per Knopfdruck vortemperieren kann. Das ist meiner Meinung nach die beste Methode, denn der Fahrer weiß am besten, was er machen will. Vielleicht hast du ja gar keine Navigation aktiv, weil die meisten Autos, so wie Tesla zum Beispiel eben, wenn er eine Route plant, plant er einen Supercharger ein und eine gewisse Zeit vor diesem Supercharger fängt er an, schreibt er auch, den Akku vorzutemperieren. Das macht, hat man uns doch gestern gesagt, der Smart noch nicht. Also anhand der Routenplanung. Das heißt, anhand der Routenplanung temperiert er leider noch nicht vor. Natürlich ein Nachteil hier für den Smart. Aber das wird er mit dem neuen Software-Update, welches Anfang des nächsten Jahres kommt. Und du sollst dann auch selber vortemperieren können. Also dieses Kapitel mit der Akku-Vortemperierung geht definitiv dann an den Tesla. Logischerweise, ich hatte nie wirklich ein Problem mit der Akkutemperatur bei dem Auto. Aber ich bin jetzt auch nie im tiefsten Winter mit dem Smart Hashtag One an die Ladesäule gefahren. Je nachdem, wie du fährst und je nachdem, wie kalt es draußen ist. Ja? Dann Softwareaufbau. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Gehört ja eigentlich zum Kapitel auch Technik definitiv dazu, genauso wie die Reku. Das Tempolimit beträgt 120 Stundenkilometer. Sie überschreiten das Tempolimit. Eine Geschwindigkeitskamera befindet sich 500 Metern voraus. Die Grenze liegt bei 120 Stundenkilometer. Das ist cool. Aber das geht, glaube ich, nur hier. Problem auch, ich habe nicht gefunden, wie man das abschaltet, dass sie mich warnt bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, weil ich fahre jetzt 130, bei 120, da blitzt nichts, da passiert nichts, macht aber auch schon, wenn du 122 fährst. Das ist ja diese neue EU-Richtlinie, er bimmelt nicht, sondern sie erzählt dir das und sie erzählt dir das sehr häufig. Wie man das abschaltet, weiß ich leider nicht. Aber wir wollten ja jetzt eigentlich über was anderes sprechen, nämlich über den Softwareaufbau. Also, der ist hier ähnlich wie Tesla, wenn man hier diese Seitenleiste anguckt. Allerdings ist der Rest doch schon ziemlich anders. Wir haben hier auch eine sehr üppige Einstellungsvariabilität, wie zum Beispiel, was ich sehr begrüße, wenn ich meine Kleinen hinten sitzen habe, die Kindersicherung, dass ich die anmache, sodass die den Türgriff, wenn sie ihn ziehen, was sie definitiv tun, meine Jungs, dann die Tür nicht aufkriegen. Wenn meine Tochter aber zum Beispiel hinten rechts sitzt, kann ich das so lassen, weil sie kann ja selbstständig aus- und einsteigen. Das ist also sehr, sehr cool. Das gibt es aber bei Tesla auch. Ich glaube sogar, dass die anderen Hersteller das bei Tesla abgeguckt haben. Beifahrersitz kann ich hier zum Beispiel Francescos Sitz einstellen. Das ist ziemlich cool, wenn jemand kommt und du dem den Sitz weiter vor- oder zurückfahren willst, kannst du das hier machen. Das finde ich sehr, sehr schön. Kannst die Servolenkung einstellen, kannst sogar die Höhe des Kofferraumdeckels einstellen. Auch hier nochmal die Rekuperation. Außenspiegel, das ist so eine Sache, die ich hasse wie die Pest bei dem Auto. Hasse ich aber auch bei Tesla und bei allen anderen Autos, bei denen man die Spiegelverstellung über das Display machen muss und nicht hier. Das ist bei individuellen Vorkommnissen, wenn ich an neuen Orten fahre, wo Bordsteinkanten sind, ich rückwärts fahre, den Spiegel verstellen muss, während ich rückwärts fahre und auch lenke, damit ich den Verkehr nicht aufhalte, hier so nicht möglich, weil du ja am Drehen des Lenkrades bist, drehst halt so das Lenkrad, während du mit den Knöpfen verstellen musst, ist Bullshit, ist aber bei beiden tatsächlich so. Also der Aufbau ist sehr schön, das ist die neue 1.3.0er Software, wo du auch Motorsound einstellen kannst, würde ich nicht machen, finde ich nicht gut, Fahrerassistenz, ja, und dazu kommen wir dann auch gleich, weil das zum Kapitel Technik ja mit dazu gehört. Also du hast hier üppige Einstellungen, ist ein bisschen anders aufgebaut, vor allem dieser Homescreen ist anders aufgebaut, wo ist er denn, als beim Tesla. Beim Tesla ist es eher pragmatisch, hier ist es ein bisschen emotionaler. Es ist jetzt hier ein Gepard zu sehen, anstatt des Fuchses, der bisher ja da war. Der Gepard hat den Fuchs zerfleischt. Schade. Ja, schade. Aber besonders gut war der Fuchs ja nicht, weil die Software am Anfang so ein bisschen laggy war. Und eines muss man aber sagen zum Schutz von Smart, das ist ihr erstes Auto, eine komplett neue Plattform. Die müssen sich da herantasten. Sie haben da noch Welpenschutz und sie bringen auch regelmäßig Verbesserungen in Form von Over-the-Air-Software-Updates, wie wir das auch schon zum dritten Mal jetzt haben bei unserem Smart Hashtag One. Also die machen da was und sind auch dahinter. Das finde ich sehr, sehr gut. Tesla hat da natürlich schon einen eklatanten Vorsprung in dieser Hinsicht. Nichtsdestotrotz finde ich das nett gemacht. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu viel Schnörkel. Hier sehen wir mal auch eine Momentanverbrauchsanzeige. Das finde ich ziemlich gut, weil ich jetzt zum Beispiel mal bei 125 den Tempomaten einstelle und pendelt sich gleich ein, aber wir fahren halt auch aufwärts. Aber ich finde es gut, dass wir das zum Beispiel haben. Bei Tesla gibt es keine Momentanverbrauchsanzeige. Dafür aber mehrere Fahrtparameter, die du auch individuell benennen kannst. Da finde ich
Tesla in dieser Hinsicht ein kleines bisschen cleverer. Hier hast du auch letzte Ladung, Laden, ne, kannst aber nicht mehrere gegeneinander laufen lassen, wie zum Beispiel im Gesamtding. Ja, ist nicht ganz so detailliert letzten Endes unterm Strich. Hast hier aber auch mehrere Sachen, Navi-Hinweise, Radio und natürlich auch hier die Verbrauchsanzeige. Wir sind bei 20,5 Kilowattstunden im Durchschnitt und kannst dann von hier nochmal rüberziehen. Ja, kannst den Gepard dann bitten, dass er irgendwas für dich tut, wie zum Beispiel Navigation, was hier auf Mallorca aber ein bisschen blöd ist, weil wir hier keine Routenplanung haben. Zum Thema Routenplanung muss ich eins dazu sagen, Tesla ist der König, weil sie mit ihren Superchargern planen und eine Route ist in 4 Sekunden aufgebaut und komplett berechnet. Du weißt, wo du stehen bleibst, was du machst, wie du es machst. Beim Smart ist das nicht so. Die einzige Schwachstelle, die mir Zuschauer schreiben, ist die Routenplanung. Die Menschen sind grundlegend wahnsinnig zufrieden mit dem Auto, sind wir auch. Meine Frau allerdings fährt nie auf die Autobahn, also merkt sie das nicht. Also im Alltag merkst du das dann tatsächlich nicht so sehr. Nichtsdestotrotz muss es natürlich funktionieren. Und das tut es natürlich beim Smart noch nicht so, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt los, da halte ich an, so lange halte ich an. Jetzt soll es mit dem 1.3.0 so sein, dass du auswählen kannst, welche Ladepower zumindest deine Ladesäule haben soll. Das ist schon mal gut. Er zeigt dir aber nicht an, wann du stehen bleibst, wie lange du stehen bleibst, wann du wieder weiterfahren musst. Und du kannst auch keine Ladeanbieter filtern. Das kannst du aber jetzt bei Tesla auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber das war halt immer schon so ein bisschen die Schwäche von dem Smart. Aber sie verbessern das. Und im Q1 2024 kommt dann ein ganz, ganz großes Update, wo man auch viel bessere EV-spezifische Sachen hat im Auto, mit deren Hilfe dann einfach die Navigation und Routenplanung für Elektroautos besser funktioniert. Wie ist dieser Aufbau hier? Also schaut mal, wir sind hier auf Malle, ne? Und wenn ich jetzt mal hier so drauf zoome, dann habe ich da ehrlich gesagt keine Wünsche offen. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ja, einige sagen, es zieht so marginal nach, wie als wenn du nur ein 50 Hertz Display hast. Aber also ich störe mich jetzt daran nicht so wirklich. Aber die Darstellung ist halt untypisch, es ist Here, so heißt der Anbieter, ja, also nicht Maps, sondern Here, mit denen Smart zusammenarbeitet. Was ich mir aber technisch lobe, und da muss ich wiederum, während die Software natürlich schon etwas hinterher ist, noch gegen Tesla, muss ich eine Sache loben, und das ist definitiv die Tatsache, dass wir hier einen Tacho haben, dass wir hier ein Head-Up-Display haben. Das fehlt mir nach wie vor und vielen anderen auch bei Tesla, dass man das nicht hat, sondern nur dieses Display, wo du immer abgelenkt bist. Hier habe ich Navi-Hinweise, Geschwindigkeit, Assistenzsystem und auch hier ein völlig umfangreiches Display, welches mir alles zeigt, was ich wissen muss, Reichweite, Prozentuale. Wie gesagt, ein perfektes Zusammenspiel von drei verschiedenen Displays, was mir wichtig ist, weil warum sollte ich das nicht haben? Also hier merkt man dann tatsächlich schon, dass Tesla natürlich an einigen Stellen spart, nicht zuletzt mit dem Vision Only, was jetzt Tesla eingeführt hat, was viele, selbst Tesla-Freaks, die mir sagen, hey Chris, ich bin auch ein Tesla-Rand, und ich finde es absolut kacke, dass es jetzt nur noch Vision Only gibt, weil das hat mir beim Tesla unterwegs gezeigt, dass ganz speziell der Autopilot viel mehr rumzickt als ein Assistenzsystem hier im Smart zum Beispiel. Wir haben hier eine neue Kamerageneration verglichen mit dem Smart Hashtag One. Und diese neue Kamerageneration soll viel besser Schilder erkennen. Das ist dann auch bald sehr notwendig, denn ab 2024 müssen Autos 90% der Tempolimits erkennen können. Sonst kriegen die Hersteller die Autos nicht zugelassen. Wie Tesla das machen will, da bin ich gespannt, weil Tesla hat mitunter eigentlich die schlechteste nach wie vor Schilderkennung, die es gibt. Diese Kamera ist also leistungsfähiger, hochauflösender. Damit hast du Vorteile gegenüber dem Tesla, aber auch gegenüber dem Smart Hashtag One leider, weil je weiter eine Kamera auch gucken kann, hochauflösend, desto besser funktionieren natürlich auch die Assistenzsysteme. So ist über kurz oder lang möglich, dass man zum Beispiel freischaltet, dass der Lenkassistent nicht mehr nur bis 130 verfügbar ist, was er jetzt ist, Tempomat bis 150, sondern vielleicht auch darüber hinaus, weil die Kamera einfach besser sieht. Das kann dann Smart mit einem Software-Update machen. Also hier geht der Lenkassistent bis 130, Tempomat bis 150. Da ist der Tesla ein bisschen hinten dran, weil bei Tesla geht der Lenkassistent bis 140 und der Tempomat bis 150. Absolut harmonisch zu nutzen
ist das bei Tesla aber leider nicht, wie ich bei meinem Budapest Roadtrip feststellen musste, der ja noch kommt, hier als Video, weil er macht einfach willkürlich fette, fette Bremsungen mitten auf der linken Spur, obwohl er kein Schwein ist, weil er denkt, der mittlere ist dir zu nah und er bremst einfach mitten rein. Das macht er hier zum Beispiel tatsächlich nicht. Also ich finde dieses System hier tatsächlich doch schon etwas harmonischer und fand ich schon vorher und durch die neue Kamera wird das wahrscheinlich noch besser. Höchstgeschwindigkeitstechnisch nehmen sich beide nicht viel. Tesla wurde, war auch ein bisschen so ein Aufschrei, runterreguliert auf 201 km/h bei Long Range und auch bei Standard Range. Was natürlich schade ist, weil bisher konnte Tesla ja deutlich über 200 fahren. Ich fand das auch immer sehr geil, dass Tesla da nicht in diesem Mainstream mitgeschwommen ist, alles runter zu regulieren, weil 200 und auch 180 sind für Autos dieser Power doch irgendwie lächerlich, finde ich. Völlig egal, ob man es nutzt oder nicht, es ist ein bisschen lächerlich, dass so ein Auto nur 180 schafft. Reicht. Es reicht. In manchen Situationen wäre es aber vielleicht cool, wenn er doch 220 schafft. So ein Brabus mit 430 PS. Selbiges gilt für den Tesla, zumindest für den Long Range mit 490 PS, dass der halt mal über 200 fährt. Mei, ist so. Aber autopilottechnisch ist definitiv der Smart überlegen. Er lenkt genauso gut letzten Endes, ist genauso fest in der Lenkung auf der Autobahn wie der Tesla und lenkt dadurch sehr zuverlässig. Nur mit dem Unterschied, dass dich der Smart zum Mitmachen einlädt. Das heißt, wenn du da siehst, da ist eine Spurverengung, also da wird die Spur gesperrt und du musst rüber, dann kannst du trotz dessen, dass der Autopilot aktiv ist, rüberlenken, ohne dass du den Autopiloten entreißen musst. Und sobald du in der neuen Spur bist, hat er wieder die Spurführungslinien erkannt, was beim Tesla nach wie vor nicht so ist. Da musst du mit dieser Walze wieder doppelt klicken, damit der Autopilot an ist. Also das Ganze ist hier beim Smart, finde ich, doch schon harmonischer und der Lenkassistent ist trotzdem eigentlich auf Augenhöhe mit dem Tesla, was den Lenkwinkel und die Lenkungsfestigkeit und Zuverlässigkeit angeht. Also das macht das schon wirklich gut. Wir probieren das auch direkt mal aus, wie er hier lenkt. Schaut mal, ja, schaut mal, wie gut er lenkt. Hier kommt die Kurve, ne? Die wird jetzt zu steil, die schafft er natürlich nicht mehr. Aber deswegen meinte ich, auf Tesla-Level geht das schon. Und er passt auch die Geschwindigkeit den Schildern an, das kann er auch. Ich beschleunige jetzt mal auf 80, beziehungsweise möchte auch noch mal kurz über das Thema Matrix-LED sprechen. Das ist immer wieder ein Thema bei Tesla. Das neue Highland hat leider auch keine Matrix-LED-Scheinwerfer, also nicht zum Nutzen. Das ist anders beim Smart. Der Smart Hashtag 3 hat Matrix-LED und die funktionieren sogar sehr, sehr gut. Das heißt, er leuchtet die Seite aus, während er den Gegenverkehr auskegelt. Das funktioniert sehr gut und macht auch Spaß und ist ein definitiv Sicherheitskomfortaspekt. Und jetzt sehen wir hier mal gleich, ne? Also er hat jetzt hier das Schild, ne? Hier kommt 50. Jetzt bremst er uns ab, aber nur wegen dem Vorausfahrenden. Jetzt hat er aber schon er übernimmt sogar schon die 30. Er macht das jetzt offensichtlich mit der neuen Software schon so, dass er uns bis zum Schild anpasst. Das hat er echt geil gemacht. Ja, es war sehr gut. Hat sehr gut funktioniert. Also da definitiv mit Schilderkennung, also auch der Zuverlässigkeit der Schilderkennung, absoluter Punkt an den Smart gegen Tesla. Ich weiß nicht, warum Tesla das nicht hinkriegt. Es ist ja nur eine Kamerasache, so letzten Endes. Ne? Komfort und Fahren, Fahrwerk und auch die Motoren, die machen wir jetzt. Die Akustik auf der Autobahn war sehr gut. Ich würde behaupten, das Tesla Model 3 Highland ist leiser. Da hat Tesla einen irrsinnig großen Schritt vorwärts gemacht mit der Akustik und auch mit dem Fahrwerk. Das ist eine ausgewogene, erwachsene, sehr gut funktionierende Limousine. Macht sehr Spaß. Was mir aber aufgefallen ist, und damit kommen wir zum nächsten Kapitel, Fahrwerk, Motoren, Varianten, ist nämlich, dass der Tesla bei Lastwechseln sehr schwammig ist. Viele Kollegen sollen das kritisiert haben, das Fahrwerk. Ich finde es genial, so zum alltäglichen komfortablen Fahren. Wo es leider nicht genial ist, ist bei Lastwechseln. Das heißt, wenn du in eine Kurve fährst, okay, aber sobald du in die Gegenrichtung wieder lenkst, schwankt er sich ein. Ah, schau mal, wie er da Kraft rausnimmt. Ne? Das haben sie gestern erzählt, das ist so chinesisch. Ne? Die Denke, dass du keine Power zulässt ab einem gewissen Lenkwinkel. Hierfür gibt es, und dann gehst du hier auf den Driving Mode, wir wollen den Brabus Modus. Und da kannst du auch ein bisschen mehr die Puppen tanzen lassen. Leider ist nur dieser Fahrradfahrer neben uns, an dem fahren wir erstmal vorbei. So, jetzt geht's. Boah. Okay. Also lastwechseltechnisch ist das hier wesentlich stimmiger als, wow, als beim Tesla. Und er lässt auch ein kleines bisschen mehr Spielraum mit dem Lenkwinkel zu und prügelt hier aufwärts den Berg, als gäbe es keinen Morgen. Die Bremse ist richtig gut. Ja.
Quer kriegst du den aber nicht, außer du schaltest das ESP aus. Also ganz speziell bei diesen Lastwechseln hier, die wir hier haben, ist der Smart Hashtag 3 definitiv sportlicher ausgelegt, auch viel sportlicher als der normale Premium, weil der Premium hat ja einen Heckantrieb, der hier hat Heck und vorne, und mit dieser Gelegenheit hat Smart die Chance genutzt, das ganze Fahrwerk steifer zu machen, die Achse, sodass der Wagen einfach ganz anders auf der Straße liegt. Und für alle, die jetzt einen Smart Hashtag One fahren und sagen, ja Mai, ist so kenne ich, kennt ihr nicht. Das Auto hier ist 42 mm tiefer, hat einen längeren Radstand und dadurch ist das Fahren, wenn du es mal dynamisch machst, so wie hier, ganz anders. Und natürlich auch ganz anders als im Tesla, weil im Tesla hast du ein 4,72 Meter Auto, hier hast du ein 4,40 Meter langes Auto und dadurch kannst du ihn natürlich krasser um die Kurven ballern. Boah, ist das gut. Die Federung ist auch richtig gut. Die ist natürlich jetzt nicht irgendwie adaptiv oder sowas, als dass du es einstellen könntest in der Federungshärte. Aber er bringt uns schön über die Bodenwellen, ist aber trotzdem steif genug, um ihn hier auf diesen Straßen... Boah, die Bremsen sind auch echt, die beißen ordentlich zu. Ist gleich vorbei, Francesco. Ja, ja, der Kleine macht schon Spaß, ne? Okay, Schluss. Okay. Bisschen Fenster runter. Du sagst immer den Satz, that's the job. Musst du kotzen? Nein, warum nicht? Sicher? Ja, ja. Hier geht's, ne? Nein, nein, alles gut. Sicher? Ja, ja. Aber ich filme dich auch nicht dabei oder so. Danke, anders erwarte ich dich. Also, wir haben hier wesentlich mehr Fahrleistung als beim Tesla. 3,7 Sekunden gegen die 4,4, die das Long Range braucht. Natürlich, wenn dann der Performance kommt, der zieht dem hier wieder die Schuhe aus, klar. Aber ich vergleiche jetzt Top-Variante, verfügbare Top-Variante mit verfügbarer Top-Variante. Und da ist der Smart wesentlich schärfer, wesentlich brutaler und auch besser zu manövrieren, weil halt weniger Karosserie. Und auch das Fahrwerk ist bei Lastwechseln einfach zuverlässiger, ohne dass er sich so einschwankt. Aber der Long Range ist ja auch kein Performance-Auto. Das muss man halt fairerweise schon dazu sagen. Aber wer jetzt zwischen den zwei Top-Varianten entscheidet, möchte ja da auch ein Urteil wissen. Akkugrößen-Varianten. Es gibt den Smart Hashtag One in eigentlich nur zwei Motorvarianten. Das ist einmal Heckantrieb mit 272 PS und den Allrad, den Brabus, mit 428 PS. Ich habe meiner Frau gesagt, also ich finde ehrlich gesagt den Smart Hashtag 3 sowieso viel schöner als den One, aber als Premium irgendwie harmonischer. Mit den Felgen, mit dem Außendesign, mit dem Innenpaket, das hatten wir ja schon beim Innenraum, finde ich den einfach irgendwie schöner. Aber der Smart Brabus, wenn du ihn so jetzt fährst, ne, macht es natürlich Spaß, weil du viel mehr Dampf unterm Kessel hast. Geliefert wird die Energie von einem Lithium-Ionen-Akku, also Nickel-Mangan-Kobalt, mit 65 Netto-Kilowattstunden beim Smart. Wahlweise gibt es auch einen 49 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku. Das ist der Pro, den es ja auch auf Evium zu diesem Sonderleasing gibt für alle Pragmatiker, die nicht viel Akku brauchen, nicht viel Shishi, keinen 22 Kilowatt Lader. Der hat dann, also das Sonderkampfpreis für 249 Euro, kannst du wirklich nichts falsch machen. Genauso ist es auch beim Tesla. Den Tesla gibt es als Long Range und als Standard Range. Der Standard Range hat auch einen LFP, also Lithium-Eisenphosphat-Akku. Und dieser ist dann 57,5 Kilowattstunden groß. Habe ich ein Review dazu gedreht, guckt es gerne. Und der große Akku, man weiß nie so genaue Zahlen bei Tesla, warum weiß ich nicht, warum die das nicht kommunizieren. Der soll ungefähr 78, 80 Kilowattstunden sein, aber es gibt genau die beiden Varianten, also LFP und nicht LFP. Beim Tesla hast du bei der großen Akkuvariante mehr Akku, hast 283 PS bei der kleinen Variante mit dem Heckantrieb und beim großen, beim Long Range mit Allradantrieb hast du 490 PS und somit ist der mit Heckantrieb ungefähr auf Augenhöhe mit dem Heckantrieb beim Smart, 272 gegen 283 PS. Gewichtstechnisch ist der Smart überraschend schwer, der wiegt 1,8 Tonnen, das ist doch schon viel, während der Tesla genauso leicht ist, nur ein doch schon merklich längeres Fahrzeug mit 4,72 Metern. Also ihr merkt schon, da gibt es Parallelen, aber auch Unterschiede. Unterm Strich muss eure Individualität entscheiden, ob das für euch, also welches Auto für euch interessanter ist. Fahrdynamisch gesehen ist der hier wirklich wesentlich besser, zumindest bis der Performance 3 kommt, Model 3. Und
komforttechnisch für die Langstrecke wahrscheinlich schon ein Müh besser, das Tesla Model 3 Long Range. Was ich aber immer wieder im Video sage, wer viel Langstrecke fährt, sowieso da, weil der Akku einfach größer ist. Und natürlich durch Supercharger-Netzwerk, Laderoutenplanung, bla bla bla. Schon im Vorteil. Und abschließend zu diesem Kapitel muss man natürlich noch die Anhängelast erwähnen, die vielen sehr, sehr wichtig ist. Beim Tesla Model 3 sind das eine Tonne und beim Smart Hashtag One, und damit glänzt er in dieser Fahrzeugkategorie definitiv, 1,6 Tonnen. Und das ist doch schon eine ordentliche Anhängelast, damit kannst du schon ordentlich was ziehen. Also dieses Kapitel geht auch an den Smart. Es ist also, wie ich schon die ganze Zeit sage, so unglaublich individuell abhängig. Also emotional für mich definitiv der Smart, für jemanden aber, der mein Profil hat, ist natürlich dann der Tesla auf die Langstrecke besser. Das ist hier aber auch kein Langstreckenjäger, sondern das ist der perfekte Alltags-Daily-Verbrennerersatz, wenn du so willst, mit dem du natürlich auch super Langstrecke fahren kannst. Siehe Roadtrip mit Wolfgang Ufer, Smart CEO mit dem Smart Hashtag One letztes Jahr im Oktober. Sind wir von Madrid bis nach Stuttgart gefahren, hat tadellos funktioniert. Das war so ein Ionity-Only-Trip. Hat super funktioniert, aber natürlich bist du ein bisschen schneller mit einem Tesla. Hast du allerdings einen Zwischenstopp, so wie wir hatten, dann spielt es ja schon fast keine Rolle mehr. Hier ist man noch VIP als Elektroautofahrer, kommst du nur mit Schranke rein. Ja, die Stärke des einen ist die Schwäche des anderen. Laden, Gleichstrom und Wechselstrom, Tesla versus Smart, Hashtag 3. Und hier ist es folgendermaßen. Ich habe schon am Anfang des Videos gesagt, wenn du viel Langstrecke fährst, brauchst du das Video gar nicht gucken, dann ist wohl das Tesla Model 3 dein Partner. Völlig egal, ob wir jetzt den LFP-Akku nehmen oder den normalen, also beim Long Range. Es ist aber so, dass der Smart Hashtag 3 gegenüber dem Tesla trotzdem ein Ass im Ärmel hat. Aber nicht auf die Langstrecke. Auf die Langstrecke ist es folgendermaßen. Der Smart Hashtag 3 hat dieselbe Akkutechnik wie der Smart Hashtag One. Heißt, der 64 Kilowattstunden Akku kann mit 150 kW Peak laden an einer entsprechenden Gleichstromladesäule. Diese hier kann nur 120. Das heißt, wir könnten hier gar nicht die volle Power nutzen. Macht aber gar nichts. Schau mal, wir haben hier noch alte. Ja. Hier ist das CCS. Also über CCS, wie gesagt, 150. Ich habe sogar schon bei unserem 161 kW gesehen. Ein kleiner Tipp meinerseits an euch, wenn ihr einen Smart fahrt, also einen solchen Smart, es bringt nichts, das Auto ganz leer zu fahren, weil bei unter 10% aus akkuschonungsstrategischen Gründen fängt er an mit so 60 kW zu laden, wartet noch ein bisschen, das haben wir gerade beim Volvo EX30, der ja Plattformbruder ist, festgestellt. Heißt, wenn du mit, sag ich mal, 8% dran fährst, bist du besser dran als mit 4%, weil bei 8% wird er ziemlich wahrscheinlich gleich auf die Ladepeak kommen. Die liegt, wie gesagt, bei so ungefähr 160 kW, hält auch ganz gut. 29 Minuten braucht er lediglich, um von 10 bis 80% zu laden. Also eine gute halbe Stunde, wenn du ihn relativ leer fährst. Das ist ein sehr guter Wert. Das ist ungefähr das, was auch der Tesla schafft. Mit dem Standard Range habe ich sogar gemessen, also mit dem Lithium-Eisenphosphat-Akku. Der hat 30 Minuten gebraucht und hat in dieser Zeit 44 Kilowattstunden nachgeladen. Der hat aber auch einen kleineren Akku, der Tesla Model 3 Standard Range. Allerdings ist er effizienter. Also heißt das nicht unbedingt, dass ihr mit dem schlechter unterwegs seid. Laden kann der 175 Peak, nimmt sich aber beides nichts. Tesla ganz speziell geht dann relativ bald etwas runter. Der Long Range kann ein kleines bisschen schneller laden, kann sogar 250 kW Peak ziehen, die zieht aber nicht lang. An einem Tesla Supercharger wohlgemerkt, weil 500 Ampere, die Ionities zum Beispiel können, die es hier auf Mallorca nicht gibt, 400 Ampere. Das heißt, an einem Ionity Charger werdet ihr nicht die gleiche Ladeleistung schaffen mit einem Tesla Model 3 Long Range wie an einem Supercharger per se. Einfach aufgrund dieser Amperezahl, 500 gegen 400 Ampere. Und dann habt ihr aber halt eben 80% von diesen 78 Kilowattstunden nachgeladen beim Tesla. Hier sind es 80% von 65 Kilowattstunden. Also da hat der Smart schon einen kleinen Defizit. Aber jetzt beginnt das Lustige an der Sache. Der Smart kann, was der Tesla nicht kann, über AC, also über eine städtische Ladesäule oder über eine heimische Wallbox bis zu 22 kW ziehen. Und da wird ein Schuh draus. Das ist im Alltag viel hilfreicher. Das ist eine Funktion, die mir zum Beispiel bei meinem Mercedes wahnsinnig fehlt und auch bei einem Tesla fehlen kann, dass du eben irgendwo einen Termin hast, 2 Stunden ansteckst, da ist es nicht egal, ob du diese 2 Stunden pro Stunde 11 Kilowattstunden in den Akku reinholst oder 22 Kilowattstunden. Denn der Tesla kann 11,
Der hier kann bis zu 22 kW. Das ist zu Hause nicht so relevant. Wir laden ihn auch über die Photovoltaikanlage, meistens mit 6, 7 kW. Das reicht mehr als aus. Wenn es aber drauf ankommt, kann er's. Und deswegen ist im Alltagsgebrauch der Smart tatsächlich die bessere Partie. Auf die Langstrecke, aufgrund der Effizienz und der Nachladegeschwindigkeit und der Akkugröße, natürlich der Tesla. Da seht ihr schon, es kommt ganz auf die Individualität drauf an. Wenn ihr unterwegs seid, viel unterwegs seid, ganz speziell hier auf Mallorca, ist es natürlich interessant für Leute, die hier sporadisch sind und vielleicht so ein Inselauto haben. Ich habe einen Carmaniac-Zuschauer, dessen E-Mail habe ich gesucht. Bitte schreibt mich nochmal an. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe noch keine Zeit gehabt zu antworten. Er hat sich einen Smart Hashtag One in Blau gekauft, hier für Mallorca, und hat vorne einen Mercedes-Stern drauf gemacht. Erinnerst du dich an den? Er ist irgendwie Immobilienunternehmen oder sowas. Und für ihn zum Beispiel oder für solche Leute oder für euch am Ferienhaus ist dann das Laden mit einem Juice Booster ganz interessant, mit dem Zweier Juice Booster sogar bei dem hier, weil der kann 22 kW, wenn ihr die entsprechende Dose habt. Hier haben sie bei der Veranstaltung die Smarts auch mit Juice Boostern geladen. Hier seht ihr mal die Einblendung. Liegt im Dreck, kann im Schnee liegen, im Dreck liegen, ist hochrobust. Das ist so die Ladelösung, die ich seit 5 Jahren eigentlich empfehle. Und unten immer in der Beschreibungsbox für euch verlinke, damit ihr einen Gratis-Adapter dazu eurer Wahl kriegt, wenn ihr das über meinen Link kauft. Also das ist das Beste. Auch könnt ihr auch den Juice Booster 3R zum Beispiel als Wallbox-Ersatz zu Hause nutzen und mitnehmen. Dann müsst ihr nicht auch noch eine Wallbox kaufen. Ist ziemlich praktisch. Also, das Kapitel Laden geht im Alltag definitiv an den Smart, auf der Autobahn definitiv an den Tesla. Ziemlich interessante Sache, findet ihr nicht? Da seht ihr mal, die Individualität macht's. So, Freunde, der Smart Hashtag 3 im Vergleich zum Tesla Model 3. Welches Auto ist das bessere in welcher Situation? Stellen wir ihn mal mit dem Poppes hier vor diese schöne Kulisse. Also, ihr habt schon gemerkt, das ist doch schon sehr abhängig von der Individualität. Ich habe natürlich einen Spleen für dieses Auto. Das habe ich schon, also nicht deswegen vorbelastet, weil wir selber einen haben, sondern vorbelastet, weil wir ihn haben, weil er mir so gut gefällt. Direkt letztes Jahr im April habe ich mich in das Auto verschossen für meine Frau. Einfach ein toller Alltagsbegleiter, auch wenn es mal auf die Langstrecke gehen muss. Allerdings muss man sich entscheiden, wofür man das Auto will. Für die Langstrecke sage ich generell das Tesla Model 3. Habe ich ja schon mehrfach gesagt, einfach wegen der Akkugröße und wegen des Supercharger-Netzwerks und wegen der Routenplanungssoftware. Wenn man das ganz speziell irgendwie so als Außendienstler oder was auch immer man ist, wer viel fährt, einfach kopfschmerzfrei haben möchte. Aber für den normalen Alltag sehe ich hier diverse Vorteile bei diesem Auto. Einmal, dass er kompakter ist, dann, dass er 22 kW AC kann. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt in meinen Augen, der im Alltag doch schon merklich einen Vorteil bietet. Dann natürlich das wesentlich emotionalere Design, das wesentlich emotionalere Innenraumdesign, wenngleich die Materialauswahl ja bei Tesla besser ist, weil da nichts mit Plastik ist, hier schon. Aber der Wagen ist einfach emotionaler. Die ambiente Beleuchtung finde ich noch mal ein bisschen schöner. Man hat ihn innen aufgearbeitet und fahrleistungstechnisch ist der Brabus jetzt tatsächlich besser als der Long Range, zumindest so lang, bis das Tesla Model 3 Performance dann kommt, wie auch immer das dann heißen mag. Aber für den Moment in diesem Bereich 50k ist es dann halt so. Man muss aber auch eines wissen, wer jetzt sagt, hey, ich krieg doch für das Geld einen Tesla. Nicht so ganz. Dieser hier kostet knapp unter 51.000 Euro als Brabus, so wie er hier steht. Und beim Tesla Model 3 Long Range ist es so, dass du zu diesen 52.000 Euro, die das Auto kostet, ja dann doch nochmal die Metallic-Lackierung dazu rechnen musst, doch nochmal zumindest für 3.800 Euro den Enhanced Autopilot, wenn du so ein bisschen was haben willst. Und das ist auch nicht so das Goldstandard der Dinge, ne, wie ich ja erklärt habe, wegen des Vision Only. Du hast hier Parksensoren vorne und hinten, du hast hier eine Kamera vorne und hinten. Meine Frau fährt immer so an die Wand bei uns, damit Platz ist zum Durchlaufen. Da ist ein Vision Only halt die Zentimeterangabe, damit kannst du nicht viel anfangen. Du möchtest halt sehen, wie nah geht die Spoilerlippe vorne an die Wand ran, und das kannst du halt mit einer Kamera. Du hast ein Radarsystem. Also rein technologisch, auch wenn das komisch klingt, finde ich den Smart tatsächlich besser, weil einfach mehr Hardware verbaut ist. Tesla schafft diese preisliche Gestaltung immer deswegen, weil sie halt auf gewisse Sachen verzichten, wie halt eben auf eine Vorderkamera und auf Park Distance Control und schlag mich tot. Also es ist schon ein sehr hübsches Auto. Ich persönlich am Ende des Liedes für den Alltag würde den Smart nehmen, weil er einfach mehr Spaß macht und weil er doch emotionaler und außergewöhnlicher ist. Wäre ich aber in dem Preisbudget unterwegs, wie diese Autos kosten, hätte aber meinen Job
Obwohl, wäre ich in dem Preisbudget unterwegs, würde ich diesen Job gar nicht machen, weil warum sollte ich 60 Stunden die Woche arbeiten und andauernd unterwegs sein, wenn das dann mein Preisbudget ist. Aber wenn es mein Preisbudget wäre und ich bin so viel unterwegs wie mit Francesco, dann würde ich tatsächlich das Model 3 nehmen, Long Range, aufgrund der Langstreckentauglichkeit, Effizienz, Akkugröße, Laderoutenplanung. Wer das aber nicht braucht, wie zum Beispiel eben meine Frau, der ist hiermit perfekt aufgehoben. Das Ding verkauft sich einfach gut. Wie gesagt, du kannst zum Mercedes-Händler, machst dort deine Geschichten, wie auch wir, mit Reifenwechsel, Scheibenwischerblätter und sowas. Alles über Mercedes tatsächlich. Und das ist dann mein Einblick für euch und mein Vergleich zwischen dem Model 3 und dem Hashtag 3. Sagt mir dazu, wo ihr nicht einer Meinung seid, unten in den Kommentaren mit mir. Nicht vergessen natürlich auf Evium vorbeizuschauen, wenn ihr den Hashtag 1 wollt, oder auf den Hashtag 3 warten. Auf die Pro-Variante für 249 Euro wird es auch geben. Oder ihr stöbert einfach mal so ein bisschen im Neuwagenkatalog, wo wir alle möglichen Automarken drin haben. Guckt euch die über 8000 Gebrauchte oder beziehungsweise die schon bei Händlern stehen, die ihr sofort haben könnt. Übrigens hier ist Order by Stock. Das heißt, hier wird nichts abgeändert an der Config. Es gibt einfach nur Farben, die ihr auswählt und die werden dann von China rüber geschifft. Das heißt, das geht relativ schnell. Also in der Regel sollte dieses Auto bei euch stehen Januar vielleicht, bestenfalls Februar für die Nachzügler. Tesla ist da halt natürlich ein bisschen schneller, 2-3 Wochen. Aber das ist ja auch absoluter Rekord und ich meine, 2 Monate zu warten auf ein Auto ist jetzt nicht irgendwie ganz besonders lang. Von dem her macht das Smart schon wirklich sehr, sehr richtig. Wir haben einen schönen Auftakt gemacht und mit dem Smart Hashtag 3 umso mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Infos unten in der Beschreibungsbox zu allem, was ihr wissen wollt. Und natürlich die Kapitelmarken, die euch helfen, Kapitel zu überspringen, die euch vielleicht nicht gefallen oder nicht interessieren. Tschüss.